Hi Leute, was geht ab? Eis ist auch am Start. Ja, wir sind bei Halle. Es ist gerade 9.45 Uhr. Ich habe Ayaz hierher gebracht, weil ich etwas geplant habe. Und zwar werden wir heute eine Überraschungsparty für die Ebru schmeißen. Sie hat keine Ahnung von nichts. Ich habe so die engsten Freunde eingeladen. Ich glaube, sie war schon so ein bisschen traurig, weil sie keinen Geburtstagskuchen hatte oder so eine Geburtstagstorte. Ihr habt es im letzten Video wahrscheinlich gesehen, sie hatte so einen Cupcake mit einer Kerze, was richtig süß war, aber es war keine Geburtstagstorte. Dann dachte ich mir, wir brauchen eine fette Torte. Dann habe ich jemand angeschrieben, habe gesagt, ich brauche so eine Torte. Also dieses Erste-Hilfe-Set vom ersten Video, dieses Teleskop. Okay, dieses Teleskop ist schon ein heftiges Geschenk, aber ihr Hauptgeschenk kriegt sie erst heute. Und zwar habe ich ihr einen Ehering gekauft, den sie sich eigentlich schon voll lange gewünscht hat. Jetzt habe ich ihn und er ist wunderschön. Die Torte habe ich so machen lassen, dass es passend zum Ring ist. Also die Marke vom Ring ist Cartier und die Torte ist auch eine Cartier-Torte. Boah, sieht richtig Hammer aus. Also morgen kommen meine Eltern und meine Schwester, mein Schwager und so zu uns zum Iftar. Und ich habe gesagt, wir brauchen irgendwie so Kuchen für alle. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit Ayaz kurz Kuchen kaufen. Aber sie checkt nicht, dass ich eigentlich für heute alles einkaufe. Ich gehe Fleisch kaufen, weil ich habe vor, heute Abend zu grillen für die Gäste. Ich habe Marisa und Emrah geschrieben und Hatice und Enes geschrieben. Marisa bereitet so einen Salat vor, Hatice so einen Karottensalat, habe ich gesagt, so passend zum Grillen. Ja, vielen Dank nochmal an euch. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich bringe heute Mittag Ebru raus mit Ayaz. Ich habe gesagt, gestern waren wir ja auf dem Vasen und Ayaz war nicht dabei, deswegen bringen wir ihn heute auf so eine kleinere Kirmes. Meine Mama, meine Schwester dekorieren dann unser Wohnzimmer so ein bisschen geburtstaglich. Ich habe so Deko und so eingekauft. Aber fangen wir an, alles zu organisieren. Hadi, schaffen wir das? So, Merve geht die Torte abholen. Ayaz spielt hier ein bisschen. Diesen Kuchen hat meine Mama gekauft. Sie macht heute noch Reis für uns. Also wir haben wirklich alles geplant. Ebru ist so eine Person, die kann man nicht überraschen. Sie ist so eine Overthinkerin. Sie überdenkt alles 10-mal. So aus dem Nichts checkt sie so die ganzen Sachen. Also sie verbindet in ihrem Kopf so die ganzen Sachen, die ganzen Details. Und dann kommt sie auf einmal so, du planst etwas für mich. Ich denke mir so, woher weiß sie das? Aber diesmal haben wir alles so perfekt professionell gemacht, dass sie gar nichts verstanden hat. Mal schauen, wie es läuft. Gerade läuft alles gut. Und ich gehe jetzt einkaufen. So, ich habe hier ganz viel Hähnchen, hier ganz viel Steak. Müsste eigentlich ausreichen, ist schon zu viel für alle, aber... An Iftar weiß man ja nicht, wie viel Hunger jeder mitbringt, deswegen habe ich mal ein bisschen übertrieben, glaube ich. Heute ist Festtag der Kinder. Deswegen gehen wir heute mit Mama, Papa, mit Ayaz auf ein Frühlingsfest. Gestern haben wir dran, heute ist Ayaz. Genau, gestern haben wir einen Feiertag gehabt. Heute ist Ayaz dran. Mein Baby denkt, ich schließe ihn aus. Niemals will ich das machen. Er heute, muss auch irgendwo hin. Heute hat Ayaz Spaß. Also er wird jetzt so in einer Stunde einen Mittagsschlaf machen. Und dann wacht er bestimmt so um 15 Uhr, 15.30 Uhr auf. Und dann isst er kurz was. Ayaz, wo geht es? Parka geht es an? Parka. Den juckt so gar nicht gerade. Ich warte die ganze Zeit auf mein Teleskop. Wo ist mein Teleskop? Oh nee, du hast mir mein Geschenk gezeigt, aber ich bekomme es nicht. Dein Teleskop kommt heute irgendwann. Frag die DHL, ich weiß es nicht. Die haben irgendwie verkackt. Ayaz bak, seine Adler bak. Oh mein Gott, Bunne. Guck mal, er wirft sofort das andere weg. Anne! Enes Abin kazandı. Ja, gestern auf diesem Fest hat Enes 2 Stück geschafft mit diesem Schießen. Was willst du dazu sagen? Ja, Flamingo! Oh ja, genau. Weil Enes der heftigste Zocker ist, den wir kennen, hat er einfach zack, zack, 2 Stück gewonnen. Ich spiele einmal so Warzone in real life, er macht so. Aber weißt du was, mir ist lieber, dass du nichts gewinnst, als dass du die ganze Zeit zockst. Deshalb danke, dass du nichts gewonnen hast. Also wenn da eine Torwand, 2 Löchern, ich hätte alles abgeräumt. 2-mal oben, 1-mal unten. Hauptpreis. Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. So, Ebru ist gerade einkaufen. Sie kauft irgendwas für heute Abend für Iftar ein. Aber sie weiß gar nicht, dass ich schon alles eingekauft habe und dass schon alles ready ist. Und ich räume hier ein bisschen auf zu Hause, weil es kommen ja gleich unsere Gäste und das Haus darf ja nicht so scheiße aussehen, sag ich mal. Nachdem wir raus sind, kommen meine Mama und Merve hierher.
dekorieren das Ganze ein bisschen. Meine Mama putzt dann noch so ein bisschen die Küche. Ja, und dann so gegen 18 Uhr kommen dann unsere ganzen Freunde hierher, wo wir noch draußen sind. Ich habe allen gesagt, parkt eure Autos ein bisschen weiter weg. Nicht, dass die ganze Überraschung jetzt noch irgendwie kaputt geht. Und dann kommen wir nach Hause, alle sind ganz still. Ebro kommt rein, weiß von nichts. Und dann geht die Party los. Und dann geht's ab, und dann geht's ab. Und dann geht's Party, 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 Party. Ja, er ist auch schon ganz außer sich. Leute, die Sachen hat Ebro vorher eingekauft. Ich habe sie einfach zu ihrer eigenen Überraschungsparty einkaufen geschickt. Ich bin einfach der Professional Überraschungsparty-Organisator. Was geht ab, Leute? Wir sind wieder auf einem Fest. Leute, man wird denken, wir gehen jetzt Stadt für Stadt irgendwelche Feste besuchen. Aber dieses Fest ist eher was für Ayas, deshalb haben wir ihn auch hierher gebracht. Ayas, freust du dich? Yay! 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 Hat er Spaß? Ich glaube nicht. Er checkt gerade die Welt nicht. Ich schwör's euch. Er schaut gerade so skeptisch, ne? Check mal, check mal, check. Schön festhalten. Es geht los. Ja. Ich dachte, ich habe zweimal. Liebe Gelin, bak sen yokken evine girdik. Babam bile yetmiş. Yemek odasını densiliyorum. Kayınpederim bir şey yapmıyor demeyesi isin diye. Bak guck mal, siehst du das? Merve isminde dekorasyon. Bak, das Ergebnis von... Achtung, 40 Minuten Arbeit. Schwiegerpapa hat draußen auch gewischt. Schwiegermama kriegt sich nämlich ein, wischt jetzt die ganze Küche auf und dann viel Spaß. Leute, Ayas wollte hier auf dem Trampolin drauf, aber die haben gesagt, er ist zu klein, der Arme. Er darf nicht. Ayas kriegt jetzt einen Ballon. Er ist ein Ballon, Malisin. So Leute, wir haben jetzt gerade einen Stopp gemacht, weil wir einfach mitten auf der Straße so einen Ort gesehen haben, wo man selber Blumen pflücken kann. Und ihr wisst, wir sind einfach heftig mit Blumen, ne? Ihr wisst, wir kommen sehr gut mit Blumen klar. Und Ayas wird auch Blumen pflücken. Blumen selbst schneiden. Und hier sind schon die Blumen. Oh, hier sind Messer. Was bezahlen wir? Ah, Tulpen, Stück, 60 Cent. Ah, hey, woher sollen die wissen, ob wir... Wir sind ehrliche Menschen, also wir bezahlen nicht zu wenig. Hey, wir können schon ein paar Cent weniger schaffen. Wir nehmen alle weg und geben nur so 60 Cent. Boah, das wäre schön. Ja, eine richtig Assi-Aktion. Du kannst in der Türkei das nicht machen. In der Türkei ist alles die Deutschen... und dann verkaufen die es auf der Straße. Das kannst du in der Türkei nicht. Wir haben ein Messer. Ja, jetzt check direkt in dem Geld. Die sind so schön. Warte, was steht hier? Freddys Tipp: Tulpen wachsen in der Vase noch einige Zentimeter nach. Oh, hast du gehört? Die wachsen noch ein bisschen. Soll ich bunt oder zwei Farben oder eine Farbe? Ich glaube, die ganz hinten sind viel schöner. Lauf mal durch. Oh, du bist ganz voll passend angezogen irgendwie. Also Leute, wir haben diese professionelle Blumenpflückerin gefragt, ob sie uns ein paar Tipps geben kann. Also sie meinte, pflückt nicht direkt diese, die schon aufgeblüht sind, weil die sind spätestens in ein, zwei Tagen sind die tot. Sie meinte, nimmt die, die noch so geschlossen sind. Das heißt, wir sind hier komplett falsch und gehen wieder rüber. Ayas hat gerade ein paar Bilder gemacht hier. Und die Beigefarben. Und sie meinte, man muss die so weit unten wie möglich schneiden, aber nicht zu tief, sonst erwischt man die Zwiebel. Wai, wai, wai. Nehmen wir jetzt alle mit der gleichen Farbe? Machen wir zwei Farben. Sie meinte, sucht euch Blumen aus, deren Wärme zueinander passen. Keine Ahnung, was sie damit meint, aber mach einfach das, was sie gesagt hat. Guck mal, sie war da, zwei Minuten, schack, 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 hat die Blumen weggenommen und wir suchen immer noch. Schon orange geblättert, der Güzel, oder? Sie ist schon richtig Profi geworden, ey. Bist du hintereinander? Ich hab keinen Bock mehr. Ayas Nerie? So Leute, wir haben ganz, ganz viele schöne Tulpen gefunden. Wir haben insgesamt 12 Stück, macht also 12 mal 60 Cent. Ebru ist im Kopfrechnen ganz, ganz stark, habt ihr mitbekommen im letzten Video. 7,20 Euro macht das. Jetzt schmeißen wir unser Geld da rein, hier in diese wunderschöne Kasse. Scheiße, wir haben nur 100 Euro Schein. Ja gut, dafür müssen wir alle Blumen mitnehmen. Alles, hatte. Ayas, hepsini alıp gidiyoruz, hadi. Alacağım mı?
Euro, wir geben 7,50 Euro hatte. Hatte. 30 Cent geben wir noch den Heilo. Heilo los. Boah, guck mal, hört sich voll an. Oha. Guck mal, hör mal zu. Boah, die haben schon richtig gut gesammelt. So Leute, Hatice Enes, Marisa Emrach haben sich verspätet oder verspäten sich. Deswegen muss ich irgendwas finden, was ich machen kann. Ich habe gesagt, ich will mir einen Snack holen für nach Iftar. Also ich hatte keine Ahnung, was ich sonst sagen soll. Und jetzt sind wir einfach hier gelandet, alle gemeinsam. Ich habe keine Ahnung, was ich hier suche. Ich mag nicht mal Sushi. Wir kaufen uns jetzt einfach was zum Snacken. Edamame heißt das. Kennt ihr das? Das schmeckt voll lecker. Ich habe jetzt einfach Edamame geholt. Einfach so. Essen wir vielleicht später. Ich habe im Vlog noch vorhin gesagt, der ist gute Lüge, der hat schon gute Ausrede. Wenn man hat diese heimlich aufnimmt. Eine erste Hilfe-Typ hier. Ja, ich war eine erste Hilfe. Ja. Er geht gleich hier weg. Ja. Unsere Männer machen gerade Essen und wir so. Die machen Party. Ah, yes. An dem Jagdmann kaufen. Wow. Leute, ich stehe mal noch unter Schock. Ne? Wirklich, also ich habe es nicht erwartet. Wirklich gar nicht. Ich gebe ihn. Enes hat den Grill eingerieben. Richtig Traum sonst. Alles desinfiziert mit Zorn. Das sind unsere Hähnchen. Einfach auch gleich. Ich hatte ja dann Flamme schwabbelt. Vai, 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 vai. Evet, mangala gerade. Melvin deckt hier ganz schön. Ja, wir haben schon angefangen, den Tisch zu decken. Wie lange haben wir noch? 20:30 Uhr haben wir. Stimmt, genau, eine halbe Stunde noch. Der liebt Musik. Ey, der wird das ausmachen, na, ich würde aufpassen. Oha! Wer hat Geburtstag? Evelyn hat Geburtstag, Leute. Deswegen sind wir auch heute hier. Hatte gestern. Und wir feiern. Heute. Wir feiern zwei Tage durch. Heute. Lalele. Bak, buraya. Bak buraya aşkım. Oraya bak. En güzeli sarımsak demeci ha. Ayaz macht gerade live, Leute. So Leute, es geht weiter mit den Vorbereitungen. Ich bin Hamarat gelin. Ich tu's nur um, Digga. Um switchen von dem einen Ding ins andere. Ich bin so Hamaratli. Hamaratli. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. Ja, also. Ama bilmiyoruz. İyi mi, iyi değil mi? İyidir, iyidir. İnşallah, hadi bakalım. Der Tisch ist auch soweit gedeckt. Fatih ist noch dazu gekommen, aber ne, de bilmiyorum şu an. Fatih war noch eine Überraschung für mich. Hey, bana mı diyorsun? Acayip bir yemek sofrasına geldi. Boah, hem de nasıl kaynanan bana aşık bir şey. Ya, genau. Çok seviyormuş kaynanan. Boah. Krass. Leute, meine Schwiegermama ist einfach die heftigste. Sie hat sogar für Eiers Essen gemacht, sodass das nicht machen muss. Übelan. Senin kaynanan öyle mi? Vallahi yan o kaygıyla ondan bilmiyorum. Ama anne yapmazsan yanacaksın. İşte yok. Wir gucken gerade, ob unsere Schwiegermamas die besten sind oder nicht. Hatices Schwiegermama wohnt genau eine Etage unter ihr. Und deshalb hat sie auch mal wirklich die vollste Unterstützung. Marisa ist kurz Mama geworden. Etler geldi. Einfach böyle Hotel kommen. Ja, fast perfekt. Super. Super. Also. Leute.
Leute, wir haben einfach angefangen zu essen. Die Männer sind da, wir haben Hunger. Deine Samani, oder? Ja. Warte, bist du schon? Allah kabul eden. Wir haben schon Et und so hier auf unserem Teller. Ja, so, ey. Onlar da orada açıyor. Senin ağzını yiyeyim o balla. Ben açtım. Allah kabul etsin. Boah, Leute, schaut euch mal bitte diesen geilen Teller an. So lecker. Und boah, ich weiß nicht, die essen einfach. Ich hab voll das schlechte Gewissen, die so. Guck mal, er ist draußen, er schüttelt den Kopf. Man sieht es gerade nicht so in der Kamera. Das ist ihr Geschenk. Das ist der Ring. Man erkennt es nicht richtig, aber der sieht richtig, richtig geil aus. Den tue ich jetzt auf den Kuchen. Und diesen Faden darf ich leider noch nicht wegmachen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das die richtige Größe ist. Und wenn man das entfernt, dann darf man den Ring nicht mehr zurückgeben. So, deswegen sieht es zwar ein bisschen scheiße aus gerade, aber muss kurz noch dranbleiben. Ich mache gerade Kaffee. Also Tunjai bringt gerade Eier schlafen, damit wir jetzt ein bisschen in Ruhe schwingen, aber es ist auch sehr, sehr spät geworden. Schon fast 10:30. Leute, die haben so viel gekauft einfach, ne? Typhoon hat, glaube ich, ganz netto gekauft, wie ich hier sehen kann. Und ich überlege gerade so, was sie von uns aus so, was wir hier gerade zu Hause haben, was ich jetzt hier anbieten kann. Nee, für alles wird gesorgt heute. Und das hier auch noch. Hier ist ganz viel Kuchen. Boah, was hast du gemacht, hä? Echt? Egal, scheiß drauf. Wir sagen später. Oh, ups. Leute, wir machen jetzt Prank an unsere Gäste. Es könnte sein, dass hier Alkohol drin ist. Aber wir sagen es denen nicht. Wir pranken die heute. Guck mal, die hören mir gar nicht zu. Wir pranken die heute. Oha, die hören gar nicht zu. Okay, also man hackt die nicht schon. Einfach Schockarm. Ich weiß, ich glaube, der hatte richtig Hunger und er hat gesagt, so egal. Wir können heute alles essen. Guck mal, wie das da. Was du sagst. Ich sag die ganze Zeit, wir pranken euch heute. Hier ist irgendwo Alkohol drin. Echt? Erzähl dir Hans. Nein, ich. Oha, er nimmt einfach. Bumbo, er wird. Oh, jetzt sehen wir. Da ist sowieso kein Alkohol drin. Ich schüsse, wenn er jetzt in den Wodka reinspritzt. Guck, der hat gerade richtig Angst. Da ist auch immer Alkohol. Mit Alkohol schmeckt besser. Oh, guck mal, siehst du unsere kreative Dings hier? Unser kreativer Kopf. So, Leute, hier ist der Kuchen oder die Torte. Boah, die sieht echt geil aus. Ich sehe die auch gerade zum ersten Mal. Wir bringen die mal rein. Wir müssen die Folie nachher abmachen. Hier ist der Ring. Boah, perfekt. Das ist ihr Hauptgeschenk. Wow, wie schön ist das? Ja, das ist schön. Ich hatte noch irgendwelche Kerzen gekauft, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Deswegen scheiß doch einfach so rein. Deko. Ist das echt? Hey, wo geht's hin, man? Wo geht's hin? Oh, das ist von Zona. Bunjai, buraya, yumrukavaya. Bunjai, buraya, yumrukavaya. Nasıl aklına geldi böyle bir şey? Şunu bir dene de şu ipi bir çekelim. Okay. Bir deneyim. Perfect. Ay çok güzel. Tamam, ring güzel de pastayı kes. Bir şarkı sözse. Ich freue mich gerade voll. Siehst du, ich sag euch, ich hab keine Torte. Ja! Mach mal den Ring wieder rein, wir müssen checken im Schnitt. Oh, sieht mega aus, ha? Ja, man, acayip yapmış. Heyecan falan var mı? Erste-Hilfe-Set var mı? Der Ring passt, alles perfekt. Evru, şu an mumlarını alabilir miyiz? Ich bin sehr glücklich. Hallo, Mumlarını. Hallo, Mumlarını. Warte, du darfst sie nicht anzünden. Das bringt Unglück. Echt? Du darfst sie nur auspusten. Echt? Natürlich. Tamam. Yanmıyor. Yarısını isterim ringe. Vallahi. Ben yakayım. Abi çakma bak. Ja, ja, das ist von Ames. Bitti mi? Richtig Auge gemacht. Vallahi, Auge. Vallahi mehr Auge geht nicht. Ben de bir kere 3 yaşına girmiştim.
So, okay. Ebru wünscht dir was. Ich würde mir Armband noch wünschen. Okay, warte, ich wünsche mir jetzt was. Wie sind wir nun alle hier? Ich habe gestern ein Teleskop bekommen. Teleskop? Ja, ich habe mir das mal gewünscht, weil ich die Sterne beobachten wollte. Oh nein. Richtig, Teleskop, Schläger. Ich wir haben ja einen Bonus-Shake jetzt mehr. Ah, einen. Doch, Enes ist ja so. Das ist aber heftig Zucker. Enes liebt Zucker. Magst du Fondant? Enes liebt euch, mag Fondant. Was? Ja, nasıl oluyor Zuckerstäbe und Bebek yok, bir şey yok. Was ist das ya? Sıkıp kanıp duruyor. Bu ne? Fatih, bunlar oruç tutarken bile cime gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Gitmiyorsun. Ben şimdi cim derken fitness mi? Ya fitness. Oh. Vay. Ya vay. Vay. Leute, dikkatli in işler, işler diamantlar olabilir. Wolf. Wir haben noch nicht mal gezogen. Ben de Merve. Ben Oxford'da okudum kızım, Oxford. Er wusste, dass sie gleich die Karte ziehen wird. Ja, ben öngörücüyüm. Ja, ja, klar. Wolf, iki tane, bu Wolf. Heyecanlandım. Hast du es schon mal gespielt? Okay. Aber Merve spielt mit, oder? Ja, ja, Merve spielt auch mit. Hey, danach wieder die Runde gespielt. Oyun başlıyor. Oyun başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Aslında hepsini nasıl istersen. Oyun başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Fatih Bey. Ne olursa olsun sen hiçbir zaman şükürler değil. O zaman tamam, ben de geri vermek istiyorum. Okay, orası kart çekmeyelim. Alo, hepsine bak derler. Bakmadım, valla bakmadım. Tamam. Ey, ben so Kabine yapalım ya. Oğlum, der war macht doch nicht so. Ich muss gucken, dass die Leute nicht schubbeln. Ich bin schon seçime gittik, weißt du? Ja, seçime gittik. Ben war ja böyle gibi şu anda. Bu Ebru'nun ismini. Alle schlafen jetzt erstmal. Eine Runde, aber Leute, schummeln yok, Augen zulassen. Ja. Schummeln dedi, Allah gözünü. Schummeln nicht, okay. Okay, alle Augen zu. Enes, kannst du bitte den Augen zu machen? Okay, die Wölfe machen die Augen auf. Okay, die Wölfe machen wieder Augen zu. Detektiv macht Augen auf. Wen willst du fragen, ob der Wolf ist? Okay, Augen wieder zu. Alle Augen wieder auf. Warte. Komm, nächste Frage. Nächste Runde dürfen sich die Wölfe ein Opfer aussuchen. Die müssen zusammen stimmen und jemand töten. Nächste Runde aber erst. Tamam, ama ben de bir şey diyeceğim. Ben kedi gibi insanım. Das Ding ist, wir haben schon ein paar Mal mit Enes dieses Spiel gespielt. Er hat noch nie angefangen zu sprechen. Natürlich, immer. Nein, ja, nie hast du angefangen zu sprechen. Nie. Das Witzige ist, bei ihm, Enes ist immer schön genial. Der ist immer raus. Er ist die erste Beschwörung hat er bei Ebru ausgesprochen. Das war die erste, die jemanden beschuldigt hat. Ich? Mir gerade aufgefallen. Ich bin Bauer. Wie das ist, ihr könnt euch sicher sein, ich bin Bauer. Bern ist ein neues, ne? Nee, jetzt machen wir mal hier. Bist du Wolf? Ben ich sage meine Steuern, ich bin geliyorum. Hier, ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu sen ne oyunu anlamadın mı? Also wir haben Fatih ausgewählt. Yüzünlü bir müzik aç. Ben her zaman. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkenin vatandaşı benim. Alın size. Alo, hasil etmemiz. Vatandaşı. Benim emutum hala Merve diyorum. Ve bu oyunu terk ediyorum. Bu nedir ya? Fatih. Ben biliyordum böyle olduğunu ha. Hissetmiştim. Şimdi Leute ganz kurz nochmal. Die Wölfe dürfen jetzt gleich jemanden auswählen zusammen. Am besten ohne Alkoholhareketi, weil man hört das. Am besten versuchen irgendwie Mund zu bewegen und mit den Augen zu zeigen. Okay, alle Augen wieder zu. Also alle starten jetzt. Gute Nacht. Jetzt machen die Wölfe Augen auf. Dürfen jemand wählen. Alle Augen wieder zu. Detektiv macht Augen auf. Alle Augen wieder zu. Okay, jetzt dürfen alle Augen wieder aufmachen. Also, Detektiv hat auf jeden Fall ein Wort gefunden. Aber der darf natürlich noch nicht sagen, Kim öldü? Ben öldüm? Evet, sen öldün. Kim öldü? Ben öldüm. Ben öldüm. Ben mezarına gidiyorum, yanına yatıyorum. Genau, was warst du? Bauer. Buradan değerli seyircilerime sesleniyorum. Sadece bürger olan kulak assın. Şöyle bakayım bir tura. Bir şey soracağım. Emels bürgerlerde kulak misafir olabilir mi? Ha, tamam. Tamam. Und wir haben 1 2 3 Mitspieler. Heißt, wir haben nur noch einmal die Möglichkeit einen Fehler zu machen. Ich hab's kurz rein, bist du Detektiv? Ich bin Bürger. Mein Name ist Wolf.
Ey, wisst ihr was? Melve und Dinger Emra sind Wolf. Heil. Safe. Die haben uns direkt getötet. Obwohl wir gar nichts gemacht haben. Wir haben nicht mal jemanden beschuldigt. Du hast schon. Aber ja, ich hab dir gesagt. Ich hab dir gesagt. Wir als Bauer töten den Detektiven. Hey, wir werden sie, den Wolf diese Runde finden. Erst Melve, dann Ember. Mein Tipp, in dieser Familie schwitzt jeder von der Nase, weil die aufgeregt sind. Und dann schwitzen jagt mir schon. Echt? Und dann, ich bin der Wolf, der hier in Bayerische Videoren. Oh, du machst selbst nicht mehr. Und er sagt von Anfang an gerade, wir sind ein Tag. Kardeschim, Detektiv. Und der oder diejenige weiß, dass ich das gerade nicht bin. Also bleibt mit ihr oder ihm zusammen nur noch drei potenzielle Wölfe. Okay, bei YouTube dürfte olacak bana geldi. Ich hab so viel geredet. Okay, Leute, şimdi birini seçin. Ben diyorum abim. Ey, okay, Leute. Mach dir mit, Ebru. Ich glaub, Marissa, machen wir Melve weg. Warte. Wer sagt jetzt alles ich? Wir zwei sind für Marissa. Ebru, entscheide jetzt. Ebru, entscheide. Wer ist für Melve? Erleben Sie gerade das, Mann. Wer ist für Typhoon, Abi? Nein, warte mal ganz kurz. Hey, ich hab noch nicht mal Reue ausgegeben. Kann ich sagen? Doch, der hat letzte Wort. Aber ihr versteht mich nicht. Ah, bizim vatandaşlarımız ne yapıyor böyle? Abim, değil mi Wolf? Er ist es. Nein, man ist überzeugend. Genau. Ja, die hat die ganze Zeit gesagt. Die ganze Zeit birini koruyorum burada. Der ist es nicht. Zwei. Mein Gott. Warte. Wie schlimm, Bruder! Ich kann mich nicht entscheiden! Was? Das sind die zwei! Nein, wenn Melve von Anfang an Emra geschützt hat, dann sind die es. Unsere Wölfe, bitteschön. Wollten die hier? Hä, wollten also die hier? Stimmt. Alle mal Augen zu. Alle Augen zu. Die Wölfe machen was Augen auf. Der muss raus, der ist ja raus. Ja, die Runde jetzt voll schnell. Wir sagen jetzt alle ihn, oder? Und danach, Leute, ist es nach meinem Gefühl aus Marissa. Natürlich. Nein, du hast gesagt, du bist Bürger, ich bin Bürger und danach wird vertraut. Und der Nett, das ist Paradies. Wolf hat gewonnen. Weil jetzt diese Runde mit einer sterben und dann ist nur noch 1 gegen 1. Wolf darf noch Tetsch spielen, oder? Kim Wolf bringen. Marissa. Aber ihr seid echt dumm. So, die Party ist zu Ende. Alle Kolonia. Alle gehen nach Hause. Mann, ab. Ist alles fake. Oh, alles fake. Jede Seite mit der Alten. Nein, los, los. Back, back jede Seite. Ade. So, Leute, da. Ciao. Bye bye. Bye bye. Ich mach mit. Ich hab Schuhe gehabt, ne? Nicht gehabt, aber ich komme mal bei Ihnen, ich gehe. Tamam. Okay.